Am 23. August 2014 startete der bis dahin größte nicht kommerzielle Elektroauto-Reichweitentest am Ladepark Kreuzhilden. Organisiert vom Forum Tesla-Fahrer und Freunde waren mehr als 70 Elektrofahrzeuge gekommen, um den schlecht recherchierten Artikel einer Autozeitung zu widerlegen. Darüber berichteten die Medien, ZDF und WDR, auch überregional in mehreren Beiträgen. Bei der Testfahrt ging es darum, mit möglichst konstanter Geschwindigkeit auf der Autobahn Richtung Norden zu fahren. Sobald die Hälfte der Batteriekapazität verbraucht war, wurde die nächste Ausfahrt gewählt und zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Die erzielte Strecke und verbliebene Reichweite wurden addiert, um eine praxisnahe Reichweitenbestimmung zu erhalten. Bei meinem i3 und 90 km pro Stunde waren dies 161 km. Die wahren Helden der Elektromobilität stellte eine Gruppe Twizy-Fahrer aus München, die mit ihren Elektro-Kleinfahrzeugen trotz der geringen Reichweite in 10 Tagen mehr als 3.500 Kilometer von Süd nach Nord schon zurückgelegt hatten und bei dem Reichweitentest Station machten, bevor es weiter in Richtung Heimat nach München ging. Jetzt geht es erstmal von Hilden zur nächsten Zwischenstation nach Köln. Aber jetzt. Nun ja, also es war sehr spannend und wir warten ja auch noch auf die, die den ganz langen Stint machen, also nicht den Vergleich zu abends, sondern nur, die wollen ja mehr als 500 Kilometer mit einer Füllung fahren, also auch mehr als die 502 Kilometer Reichweite des Tesla Model S der Werksangabe beweisen. Die kommen noch, aber alle anderen Dinge, warum wir ja uns getroffen haben hier, die sind jetzt klar. Wir haben also mit Tempomat 120 die Ergebnisse da, die wir dann mit den Durchschnittsergebnissen von 120 von der AMS vergleichen. Damit starten wir. Fangen wir unten an. Smart ED. Die AMS hat gesagt, der kommt nur 50 Kilometer weit bei 120. Unserer, der mit 120 km/h gefahren ist, ist 94 Kilometer weit. So, und jetzt kommt der eigentliche Grund, warum wir hier gekommen sind, was uns im ZDF-Forum so aufgeregt hat. 184, das ist die Hälfte von dem, was man sonst normalerweise schafft, das wissen wir alle. Und es ist geworden, und da haben wir eine breite Basis, wir haben einen Schnitt von 363,5. Ja. Liebe Automotor und Sport, in Sachen E-Mobilität müsst ihr echt noch was lernen. Ja. Wir bringen euch das gerne bei. In der 120er-Gruppe ist am weitesten gekommen Elektrostrom mit 125 Kilometern bei einem Schnitt von 91,2 Kilometer. Eberhard kommt! Wollen wir gleich weitermachen? Eberhard, komm doch mal hin! Thank you.
da gibt es nur eine Möglichkeit, damit haben wir nicht gerechnet. Wir haben hier eine Torte für den, kannst du das ein bisschen schräg halten, ohne dass sie runterrutschen? Eine Torte für den, also mit dem sogenannten im Forum wild diskutierten Orden, wir verleihen mit dieser Torte den Orden wieder der tierischen Reichweitenangst. Ja. Kilometer Null. Das sind 18 Leute. Eine schöne leichte Cremetorte hat normalerweise 16 Stücke. Es gibt also nur eine Möglichkeit. Wir müssen sie jetzt anschneiden und alle 18, die eine Null gefahren sind, kriegen ein Stück. Also, was daraus wird, ist doch gut. Mein Vorschlag auf den. Die hält sich, die ja, packt man ja auch ein. Und wenn du aus Graz kommst, weiß ich, dass man da zum Beispiel so Linzer Torten und sowas mal ganz gut aufgestellt ist in Sachen Süßigkeiten, gebackene oder auch konfisierte, wie man das sagt. Du darfst rein entscheiden, was damit passiert. Du darfst sie auch einfach exportieren. Ich möchte aber, dass wir die andere nicht durch 18 teilen, sondern durch 3 oder beide auch. Und für mich reicht eigentlich aus ein Stück aus. Alles klar. Glaubst du denn, dass eine Resonanz von der Automotor und Sport kommt, wenn wir das jetzt veröffentlichen? Ja, also wichtig ist vor allem, dass man es einfach mal gemacht hat, weil das Problem bei der Elektromobilität derzeit ist ja, dass 99,5% aller Leser der Zeitschrift noch nie ein Elektroauto gefahren haben. Und dann liest man das eben und denkt, da stimmt, was da drin steht, und dann hat man halt ein völlig falsches Bild davon. Und wenn man dann sagt, naja gut, da ist ein Auto, das wird groß wird beworben und das leistet gar nicht das, wofür es eigentlich angepriesen wird, das ist, glaube ich, das, was uns alle ja am meisten geärgert hat. Denn wenn es jetzt irgendwie nur eine normale Technik wäre, wo man sagt, naja gut, das kennt jeder und hat jeder im Alltag. Gerade bei der Elektromobilität sind wir ja nun an so einem Punkt, an dem wir ganz genau darauf achten müssen, dass die richtigen Daten darüber kommen, damit sich Menschen, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind, ein richtiges Bild machen können. Und darum denke ich, dass diese Aktion heute unglaublich wichtig ist, eben auch in der Realität, in dem echten Härtetest, nämlich dem, was das Leben schreibt, tatsächlich zu beweisen, es geht. Und die Öffentlichkeit, die damit erzeugt wurde, ist natürlich gut, denn wir alle, die einen Tesla Model S fahren, und das zum Teil ja schon viele 10.000 Kilometer, die wissen, dass es überhaupt kein Problem ist. Aber ich hoffe, dass jetzt auch das richtig gestellt wird, denn was uns wahrscheinlich am meisten geärgert hat bei dem Artikel, war ja, dass dort eine Grafik gezeigt wurde, dass man mit dem Wagen noch nicht mal von Stuttgart nach München fahren kann und dann irgendwo kurz hinter Augsburg liegen bleibt. Und ich glaube, das galt es zu widerlegen und das scheint ja sehr eindrucksvoll passiert zu sein heute. Ja. Und zwar haben wir noch eine weitere Erkenntnis. Es haben ja 4 Model S-Fahrer versucht, auch die Tesla-Werksangabe zu knacken. 2 sind noch unterwegs, 2 sind schon wieder da. Also der Eberhard, hier der Präsident vom Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum e.V., der hat tatsächlich 514,9 Kilometer gefahren und ist hier mit Restreichweite 0 angekommen. Also genial. Der ist mal eben kurz an die Nordsee gefahren, fast bis an die Nordsee. Die 2, die noch unterwegs sind, haben sich nämlich den Jux erlaubt, von der Autobahn abzubiegen, weil sie ein Foto am Deich am Meer machen wollten. Auf die warten wir aber jetzt noch. Das Foto habe ich auf dem Forum schon gesehen, das konnte man ja ganz gut nachvollziehen. Ja, und ich denke mal, ich meine, wichtig ist bei den Ergebnissen jetzt die Bandbreite mal zu sehen. Denn ja, man kann ein Elektrofahrzeug über die Werksangaben hinausfahren, müsste man die Durchschnittsgeschwindigkeiten mal anschauen. Was mir eben ganz wichtig war, gerade bei dieser Angabe 120, und ich fahre meinen Wagen eben auch auf der Langstrecke, ich fahre damit öfter mal von Zürich nach Hamburg rauf und mache an einem Tag eben weit über 1000 Kilometer. Und man kann das eben auch machen, und das finde ich so interessant, nicht nur indem man sich in den Windschatten eines LKWs hängt, sondern dass man eben auch ganz normal im Verkehr zu Richtgeschwindigkeiten mitschwimmt. Ja. Also super Aktion, und ich denke mal, Tesla als Firma kann stolz darauf sein, so viele nicht nur Käufer oder Kunden zu haben, sondern tatsächlich eben auch Menschen, die sich dafür einsetzen, wofür das gesamte oder die gesamte Idee dieses Fahrzeugs steht. Ich kann mich nur wiederholen, ich glaube, dass wir
in Deutschland sehr doll aufpassen müssen, dass wir die Technologie der Zukunft nicht kleinreden, nicht schlechtreden oder in der Öffentlichkeit falsch darstellen. Denn wir tun uns eigentlich keinen Gefallen damit, uns eine alte Technik schön zu reden und die neue Technik schlecht zu reden. Und darum glaube ich, dass diese Aktion sehr wichtig dafür war, tatsächlich einige Dinge richtig zu stellen. Und wie ich höre, ihr habt ja auch das ein oder andere Medium noch mit dabei, die vielleicht auch mal in einer kritischen Berichterstattung überprüfen, ob all das so ganz richtig war. Und ich bin sehr froh darüber, dass ihr das gemacht habt. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle. Danke. Und die Organisatoren. Ja, dir auch vielen, vielen Dank, Lars. Auch super, klasse. Und dann wünsche ich allen Fahrern und allen Teilnehmern eine gute Heimfahrt und noch eine schöne Party. Jetzt feiert euren Erfolg mit den mit dieser Reichweitenfahrt. Und ich freue mich auch auf die Dokumentation der einzelnen Ergebnisse. Machen wir. Vielen Dank. Okay, also, bis dann. Tschüss.